So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Anno 1602. Wir haben ja hier letztens irgendetwas verloren, nämlich unseren Spielfluss. So. Und angreifen. Und da unten kommt ein großes. Sind die eigentlich noch eins? Ne, ich glaube nicht. Dann würde ich die doch mal wieder zu eins machen. Ihr fahrt mal dahin. Und jetzt geht's. Auf ihn mit Gebrüll. So. Das heißt, die Schiffroute da oben, die ist eigentlich ziemlich leer gefegt. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Ja, das muss er auch. So, ich würde kurz speichern. Gesichert. Wunderbar. So. Ich bin gerade am gucken, wo die Route ist. Von denen. Die sind alle gerade hier im Hafen. So, was wir jetzt nämlich machen können, ist, wir können hier hinfahren. Wir können uns von außen nämlich hier hinsetzen. Dann können wir nämlich die Handelsroute von denen abfangen. Also den Handelsweg von ihnen unterbrechen. Zumindest den sie halt brauchen. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Ach, Mann, ey. Tada, tada. Ihr habt ein Eingeborenendorf entdeckt. Eure Mine ist nutzlos geworden. Piraten greifen euch an! Welche Route ist das? Das ist die Eisenerzroute. Okay. So. Genau, die Mine, die ist nutzlos. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Freie Händler. Okay, die freien Händler müssen hier quasi ganz massiv gerade unterwegs sein. Und der schwimmt quasi zu den Piraten, wenn ich das richtig sehe. Ich meine, anders kann es ja gar nicht sein. Die Piraten waren hier, ne? Nee, da. Wo waren die Piraten? Da waren die Piraten.
Genau. So, und er war ja irgendwo da unterwegs. So, das heißt, wir könnten jetzt eigentlich mal dahin fahren. Die freien Händler, die machen jetzt natürlich ein übles Geschäft. Spielstand gespeichert. So, wir können jetzt nämlich mal überlegen, ob wir ihm seine Werft nicht ruinieren. Dazu würde ich mal mit den Schiffen dahin fahren. So. Genau, mit dir wollte ich dahin. Die Mine ist nutzlos geworden. Dann kann man die eigentlich auch abreißen. Dann schauen wir mal, wie viel hast du hier? Du hast 5 Tonnen. Also die Ausbeute von der Mine war ja echt für die Tonne, muss ich sagen. Aber sowas von. So, du kannst dahin fahren. Da können wir mit den Einsern sagen, ihr fahrt mal dahin. Du fährst bitte mit. So, und wo ist jetzt der Rote? Da ist er. Und der fährt zu den Piraten, definitiv. Eine neue Stadt ist entstanden. Hohoho, die Sau! Und auf Wiedersehen. So geht es nicht. Mein lieber Scholli. So geht es überhaupt nicht. Was für ein Affront. Ihr seid auf Ureinwohner gestoßen. Jep, wo? Ach da. So, dann will ich nochmal hier, da mal speichern. Gesichert. So, und dann würde ich den mal im Auge behalten. Wo ist denn die Sau hin jetzt? Da. Wunderbar, da kam ein Schiff und hat ihn aufgehalten. Der fährt weiter und die Einser, die fahren mal hier unten hin und machen den Kontor platt. Und du
Du kannst mal hier hochgehen und ein paar Truppen einsammeln. Ah, das ist noch viel besser. Ihr könnt mal da rein. Dann kannst du mal hier runter. Hier runter segeln. Und ein bisschen aufräumen. Weil das geht ja nicht hier. Das geht gar nicht. Dass die da einfach auf meiner Insel siedeln. So, und die Einser können mal hierher. So. Speichern nochmal. Gesichert. Einfach, weil wir es halt können und weil ich natürlich panisch bin. Apropos, der hier oben, der müsste jetzt angekommen sein. So. Ausladen. Hierher gehen. Und reparieren. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. Ja, aber das sollte ja die Feuerwehr in den Griff bekommen. So, und dann könnt ihr hier mal sagen, zack, 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 zack. Und los geht's. Und los geht's. So, es tut mir natürlich leid, dass ich die Pioniere abgenasen muss. Ich meine, ich kann natürlich die Insel übernehmen, das geht immer. So, wir machen als erstes diese Kirche platt, glaube ich. Können sie nämlich auch keine Siedler werden. So. Hatte ich nicht 4? Ach, die stehen übereinander, okay. Und dann machen wir dich noch platt. Dum, 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 dum. Tada, 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 tada. So, und du kannst eigentlich den da mal angreifen. Ein Schiff wurde repariert. Super. Und dann machen wir dich mal platt. Und wahrscheinlich müssen wir da halt wirklich rumlaufen. Und die ganzen Betriebe platt machen. Also eigentlich ist Lebensmittel sogar weniger wichtig als Holz, weil Holz Rohstoffe sind.
Ohne Holz können sie nicht bauen. So, dann machen wir den da platt. Machen wir den da platt. Machen wir den da platt. So, und dann machen wir den da oben platt. Und dann hier. Und dann würde ich ganz gerne mal versuchen, diesen Kontor zu übernehmen. Gut, dann würde ich... Ach ja, hier Info. Zack. 10, 20, 30. Das ist 50, das ist 50. Und dann würde ich den da mal nehmen und hier wieder runterfahren. So. Tutu. Dann können wir hier mit denen hier mal sagen, wir machen mal ein paar Türme platt. 1, 2, ach komm. Mit welchem fangen wir an? Fangen mit der Werft an. Super. So, die Werft ist weg. Er kann erstmal keine Schiffe mehr bauen. Kann natürlich jederzeit wieder eine Werft hinbauen, das ist mir auch klar. Aber er kann erstmal keine Schiffe mehr bauen. So. Im Prinzip muss ich erstmal seine Hauptinsel ausmerzen. Er ist da. Fragezeichen. Nee, das geht nicht. Okay, wahrscheinlich ist es einfach nur eine Frage der Zeit, bis er das wirklich aufgibt. Oder ich muss... Das könnte ich ja mal machen. Habe ich hier irgendwelche Baumaterialien? Nein, habe ich nicht. Das heißt, ich düse mal hier hoch. Weil da die Frage ist natürlich, wie weit der Einzug geht. So, ihr vier hier rein bitte. Dann fahre ich mit euch nämlich mal da oben zu der Insel, weil ich auch das Erz haben möchte. So. Dann würde ich mal das Zeug ausladen. Und dann würde ich mal schauen, was passiert, wenn ich hier einen Marktplatz hinsetze. Boah, die Sau! So, was wollte ich hier? Ich wollte hier einen Marktplatz hinsetzen. Der wäre ja da gewesen. Die Sau hat natürlich schon einen hingesetzt. So, und die Frage hier ist halt... Ich glaube, ich lasse die Soldaten da. Die Frage hier ist halt... kann ich da noch irgendwas machen? So, hat er seine Werft da oben wieder hingebaut? Nein, hat er nicht. So.
Frage ist, kann ich mit dem Marktplatz jetzt meinen Marktplatz übernehmen? Seinen?